aber ja, dann fahre ich mal eben schnell selber dahin. Das machen wir mal eben fix. Komisch, dass ich zum Erforschen von Tollwut erstmal einen Dinosaurier fotografieren muss, der Tollwut hat. Aber das werden wir schnell machen. Kann ich denn durch den Zaun fotografieren? Funktioniert das? Müsste eigentlich. So. Jetzt kann ich... Nein, nicht Expedition, sondern... Achso, Tollwut-Medikation freigeschaltet. Also ich musste wirklich nur fotografieren, damit ich es behandeln kann. Natürlich. So, dann nehme ich gleich erstmal euch hier vorne. Als Erste. Und beobachten. Na gut, ich müsste eigentlich... Ja, es ist... sehr schwierig, weil die sind halt alle ziemlich aggressiv gerade. Produkttransport beendet. Na, da ist ja noch einer. Na, okay. So, jetzt ist wieder der Zaun defekt. Dann kannst du einmal wieder den Zaun reparieren. Und er wird jetzt wahrscheinlich wieder abhauen, genau. Aber das ist der Erste, der jetzt medikamentös behandelt wird. Deswegen warte ich nochmal einen kurzen Moment, dass der auch erstmal behandelt wird, bevor ich den betäube. So. Scheint behandelt zu sein. Jetzt ist hier hinten der Zaun defekt. Natürlich. So, Zaun reparieren. Der hier hinten bricht aus. Den kann ich ja aber schon mit hinzufügen. Jetzt. Genau, da kann ich den hier erstmal wieder reinholen. Genauso wie den. Dann kann ich jetzt Aufgabe hinzufügen, dich und dich. Und du jetzt hoffentlich den Zaun noch reparieren. Hallo? Zaun reparieren? Ist nicht so... das, was du willst. Transportiere Produkt. So, erwische ich dich noch, bevor du... wieder zurück bist, ja. Achso, jetzt ist der... Ja, klar. Okay. So, warum sind die aber noch Gefahr für die Gäste? Es sind auf jeden Fall hungrig, warum auch immer. Warte mal, irgendwo hier. Hier lebt's. So, dann kannst du jetzt einmal verteilen. Genau, lass einmal die Ziege raus. Dann verteile ich jetzt gleich noch einmal. Produkt wird eingesammelt. Da können sie sich ein bisschen austoben, wenn sie wollen.
So. Hier mal schnell nachfüllen. Der hier vorne wird wahrscheinlich auch gleich wieder... Ne, der hat noch genug. So, oder gehen wir erstmal wieder auf die Expeditionskarte. 2 Allosaurus, 3 Herrera, 8 Prodon, 1 Alberto oder 2 Kryolophosaurus. Ich denke mal, am sinnvollsten für die Bewertung wären die 8 Prodon. Einfach nur, dass wir da schnell nach oben kommen. So. Mach gerade mal eben auf Pause, während ich das Gehege baue. Das werde ich jetzt hier direkt hinsetzen, mit Abstand natürlich, für die Beobachtungsstarien. So, das wird... Ja, weil das ja 18... Ja, so groß brauchen wir es nicht, weil das sind ja alles dieselben. Deswegen jetzt hier einfach wieder... nach vorn. Hier setze ich jetzt nochmal einen Extra-Generator. Hier ins Eck, oder nee, hier vorne hin. Da sind die Gehege nämlich, sag ich mal, doppelt gesaved. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, setze gleich hier noch... Na, ja, wäre rein theoretisch sogar für 2 nötig. Da setze ich 2 hin und mache noch eine Ranger-Station. Da haben wir hier nämlich jetzt 90%, sag ich mal. Da verschieben wir den nochmal ein Stück. Da haben wir wirklich das komplette Gehege abgedeckt. So, dann machen wir hier relativ mittig das Tor hin. Beobachtungsgalerie. Machen wir links, rechts. Würde ich sagen, da haben wir ziemlich viel abgedeckt. Verbinden es gleich mit einem wunderschönen Weg, der sich hier nah am Zaun 3 schlängelt. Eher schlecht als recht, habe ich das Gefühl. Dann muss ich einmal das Wasser entfernen. Weil es natürlich keine Pumpe gibt. So. So, und den mache ich gleich drüben hin. Dann hat es das weg. Strom bekommen die. Einmal Wasser in das Gehege hinein. Eine schöne Quelle hier. Genau. Dann lassen wir es erstmal fix bauen. So, wir können natürlich auch schauen, wie viel hat er denn noch offen. Er hat noch genau 2. Da könnten wir eigentlich auch die 2 reinholen. Genau, denn jetzt fährt er auch sofort los, macht hier die Statusprüfung. Und dann hier vorne die Statusprüfung. Sind immer noch relativ hungrig. Der jagt aber gerade. Ja, da verteile ich noch einmal eins. Oder ich mache hier direkt hier drüben noch eine Station hin. Und ich mache auch gleich zur Vorsicht, damit nicht dasselbe passiert wie vorhin. Hier welche hin. Da und machen wir sie rein. Hier so im Wald. Genau. Da haben wir nicht dasselbe Problem wie vorhin. Okay, das waren vermutlich die falschen. Ich wollte keine Station für Fleischfresser. Ja, okay, dadurch, da fressen die auch. Ja, okay, das. Ja, Fahrzeug in Gefahr, ja. Komm. Genau, hier vorne ist das Tor, dann fährt er hier rein. Kann hier alles machen. Und jetzt kommen auch gleich die, hoffentlich alle 8. Ja gut, einer ist entwischt, aber immerhin 7 Stück können wir hier einmal schön verteilen. Machen wir mal wieder ein bisschen schneller hier. Kein Wunder, dass das jetzt so lange gedauert hat. So, aber ich werde trotzdem hier noch eine Station, eine Lebendbeutestation reinsetzen. Produktzustellung bestellt.
Okay. Oder auch nicht. Eine Lebendbeutestation. Da dürften die eigentlich jetzt nicht so angepisst sein am Anfang. Die müssten eigentlich fast alles haben. So. Was haben wir hier? Wald. Beute, Wasser. Bestand. Ja, das ist ja super. Den geht's jetzt schon von Anfang an perfekt. Das ist doch schön. Zu fressen haben die genug. Wie geht's denen hier? Die sind auch 100% zufrieden. Uns fehlt auch gar nicht mehr so viel. Dann gehen wir hier mal auf die Karte. Ich würde halt fast behaupten, das liegt mit daran, weil nicht wirklich alle auch in dem Bereich sind, gesehen zu werden. Haben wir denn... Warum war der rot? Haben wir denn irgendeine Ansicht da für Beobachtungsgalerien? Ja, genau. Der ganze Bereich hier hinten wird ja gar nicht abgedeckt. Die zwei, die sind wirklich echt gut, aber hier der ganze Bereich ist blindes Feld. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so gut, weil wenn hier hinten immer einer drin ist, so wie er wahrscheinlich jetzt, wird er nicht mit dazu gezählt. Aus diesem Grund... Ja, also wir könnten hier im Eck auf jeden Fall noch eins hinbauen. Ein Gehege für... Ja, wir haben ja auch einen einzelnen noch. Weiß ich gerade nicht mehr genau, welcher das war. Ein Albertosaurus, genau. Da würde ich sagen, nehmen wir den Albertosaurus noch mit rein. Und bauen für ihn hier hinten im Eck noch ein schönes Gehege hin. Das ist ja sowieso eine einzelne Person. Da würde ich sagen, ja, wir richten hier so am besten ein. Also wir lassen hier ein bisschen Luft für hier eine Beobachtungsgalerie. An der Seite. Hier hinten können wir komplett rangehen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Platz, um da noch eine Beobachtungsgalerie hinzunehmen. Verbinden das hier, damit wir da im Stromnetz mit drin sind. Machen das hier oben zu. Noch ein schönes Tor hier rein. Beobachtungsgalerie. Ja, das Gehege ist eigentlich schon so, dass fast eine reicht. Na, von der Seite, da bräuchte man fast zwei. Aber so. Ja, also wir machen trotzdem beide hin. Einfach nur damit was an. Aber nötig wäre es in dem Sinne eigentlich nicht. Jetzt muss ich natürlich schauen, dadurch, dass ich das hier hinten verbunden habe. Was jetzt gar nicht mehr so gut ist im Nachhinein. Muss ich das wieder einmal abhängen. Ciao! So, dann würde ich aber sagen, ist zwar nicht das Schönste, aber dann mache ich hier eine Verbindung rein vom Zaun, dass wir hier nicht nochmal etwas haben für, nicht noch einen Generator haben. So, dann kann ich aber höchstwahrscheinlich, also eine Futterstation mache ich hier hin. Mache hier in der Mitte eine schöne Wasserquelle rein. Dann ist die Frage, was braucht der Dude? Aber dann brauchen wir dadurch eine neue Unterstützungsanlage. Weil jetzt reichen unsere Ranger-Posten nicht mehr aus. So, dann mache ich nämlich hier gleich einen rein. Da reicht sogar direkt einer aus, ja, die kleinen Ecken. Ja. So, ich hoffe, wir haben gefangen. Du kannst ihn direkt hierher liefern. Und dann darfst du nämlich auch sofort deiner Aufgabe nachgehen. Hier hinfahren
transportiert. Was machen die? Und den einmal begutachten. Den wollen wir uns doch erstmal anschauen. Telefon. Das ist, glaube ich, ein ziemlich geiles Easter Egg aus dem, lass mich lügen. War es der zweite Teil? Nein, das aus dem dritten Teil von Jurassic Park. Genau, wo der das Telefon verschluckt hat. Also eigentlich ja nicht er, sondern der... was war das für ein Dinosaurier, der das Telefon verschluckt hat? Ja, auf jeden Fall scheint er sich nicht so wohl zu fühlen. Fels, medizinischer Scan. So, erstmal schauen, haben die hier alle noch genug? Ja, also das passt. Und dann einmal... Na, wo ist er? Mobile Veterinäreinheit. Einmal den netten Herrn untersuchen. So, was braucht er? Sand und Fels. Wasser, Grenze, offenes Gelände reicht aus, aber er braucht auf jeden Fall Sand und Fels. Würde ich sagen, mache ich hier die Ecke direkt, wo er ist. Bisschen Sand hin. Hier hinten die Ecke. Und wenn er die gerade nicht, gar nicht sieht. Oh Gott. Also ich mache hier erstmal alles fest. Alles. Weil Fels braucht er ganz schön viel. Oh mein Gott. So. Da habe ich jetzt überall erstmal Fels. Und jetzt wirklich nur so viel Sand, wie er braucht. Und da sind wir schon wieder bei 14% beim Felsen. Also das ist wirklich ganz knapp. Also klar, er muss erstmal seinen Bereich erweitern, dann kommen auch mehr Prozente für Fels hinzu. Aber das ist jetzt gerade schon ziemlich knapp. Also er fühlt sich auf jeden Fall wohler. Er ist jetzt zufrieden. Oder zufriedener, sage ich mal. Aber noch nicht perfekt. Ja, beruhig dich. Geh erstmal ans Telefon. Hallo. So, wann kommt denn die Veterinäreinheit? Ich möchte einmal wissen, was er für ein Leiden hat. Ja, jetzt erkundet er mehr. 12% Sand. Jetzt ist alles im Grünbereich. Er hat eine Verletzung. Was denn für eine Verletzung?
Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So, jetzt erkundet er mehr. Lassen erstmal so ein bisschen mehr Territorium erkunden. Fels ist bei 11%. Es ist wirklich alles hier an der Grenze. Wasser, Sand und Fels. Also eigentlich bräuchte er ein viel größeres Gelände. Damit das einigermaßen hinhaut. Wo ist er denn? Warum macht er das nicht zu seinem Territorium hier hinten? Oder ist das gerade einfach nur... Nö. Will er nicht. Okay. Dann werde ich dich erstmal betäuben müssen, mein Guter. Dass wir dich erstmal in eine Veterinärstation überstellen können. Auf jeden Fall ganz knapp hier die Wertung. Also ich glaube, das ist hier wieder... Na, obwohl, die sind eigentlich alle drin. Die sind alle im Bereich. Es fehlen nur 20 Points, dann haben 13 Points. Es sind 13 Points, es muss doch... Ja, okay, aber jedenfalls muss ich mich erstmal um ihn kümmern. Dass es ihm besser geht. Braucht 6. Na gut, gut, dass wir den Saurier-Spezialisten hier haben. Dann nehmen wir dich auch noch mit dazu. So, da wird er jetzt abgeholt, dann ist er wieder draußen. Da ist die Wertung erstmal wieder nicht drin. Ja, was machst du da? Er schläft. So, er wird rausgeholt. Beschleunigen wir. Ja genau, jetzt ist gleich auf 2,7 wieder runter. Also ich glaube wirklich mit dem einen von diesen Trodon, der entwischt ist, ich glaube wirklich, der eine, der hätte es gemacht. Und so muss ich jetzt extra für diese kleinen Prozente mir hier noch irgendwas einfallen lassen. Dass ich rein theoretisch diese hier, das Gehege einmal abtrenne. Und da noch ein paar Dinosaurier reinsetze. Das wär's theoretisch. Ist das schon behandelt? Okay, das ging schnell. Dann wollen wir einmal hier direkt wieder hinsetzen. Dann müsste die Wertung auch direkt wieder hochgehen. Die ist jetzt schon bei 2,8 wieder. Vielleicht haben wir Glück, dass die auch wieder hochgeht. So, da kommt er. So, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir müssen nur einmal ganz kurz über die Wertung kommen. Ah, die 13. Wirklich die 13. Mist, also ich muss wirklich wahrscheinlich hier einmal abtrennen, das Gehege in zwei Teile machen, dass die drei Metriacanthosaurus in einem sind. Ich glaube, das werde ich so machen. Ja, natürlich ist er jetzt zu nah. Natürlich. Da werde ich euch zuerst betäuben müssen.
Ja, ich betäube einfach erstmal alle drei. Da kann ich alle drei hier rübersetzen. Werde aber auch jetzt schon mal die Expeditionskarte aufrufen. Schauen, wen ich nämlich die drei Herrhäre, zwei Allosaurusse oder zwei Kryolophosaurusse. Die haben hier so ein schönes Schild. Die sind einfach nur grün. Der Allosaurus, das ist halt schon kein hässlicher. Sind zwei Stück. Sind drei, das sind zwei. Irvine, Big Rock oder Colorado Springs. Wen wollen wir? Ja, die Allosaurusse. Na, muss ich euch beide nehmen. So, haben wir alle betäubt? Ja. Dahin, dahin. Und du auch. Da ganz hinter. So, jetzt warten, bis die mal schnell in der Luft sind, dass ich hier schön einmal rüberziehen kann. So, ich werde das jetzt extra so ein bisschen machen, dass das so ungefähr gleichmäßig ist. Produkt wurde transportiert. Mache hier auch ein Tor in die Mitte. Produkt wurde zugestellt. Natürlich auch eine Wasserquelle. Beziehungsweise bekommst du sogar zwei. Lebenfutterstation hast du. Aber haben die hier drüben denn auch eine? Ich glaube nämlich nicht. Genau. Das wäre jetzt fast schon wieder ins Auge gegangen. So, da haben wir. Wie viel haben wir gefangen? Alle beide. Genau so sollte es sein. Produkttransport wird durchgeführt. Die machen wir auch sofort hier vorne hin. Dass die auch sofort mit in die Wertung eingehen. Zustellung wurde abgeschlossen. Ja, da haben wir es geschafft. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Natürlich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern. So, ich musste dich mal kurz unterbrechen. Dr. Kua. Dua, sorry. So, die brauchen ein bisschen mehr Wald. Das Wasser reicht, aber die brauchen Wald. Aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so
perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten. Zumindest so perfekt wie möglich. Wir sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Nee. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu. Genau. Und liebe Freunde, damit ist die letzte Mission auch abgeschlossen. Und wie ich schon wieder auf die Zeit schaue, das wird auf jeden Fall in zwei Teile wieder gespreadet. Also beziehungsweise, ihr wisst das ja schon, weil das ist ja schon dann der Ende vom zweiten Part. Und ja, was als nächstes kommt, da dürft ihr mal gespannt sein. Also ich werde mal in die Herausforderungen hineinschauen, was es mit den auf sich hat, wie lang die sind, ob sich das wirklich als Videoformat, reines Videoformat für YouTube lohnt oder ob das dann in zu viele Teile ist, wo man dann wirklich nicht mehr so wirklich eine Serie mitmachen kann. Aber da dürft ihr ganz gespannt sein. Wenn, erfahrt ihr es auf jeden Fall bei mir. Und noch einmal die Bitte, wenn euch die letzten zwei Videos gefallen haben, schaut gerne auch in die Playlist vorbei. Schaut die ersten Teile, wenn noch nicht geschehen. Schaut auch gerne mal in das andere Projekt auf unserem Kanal, zurzeit Far Cry 5 im Koop-Modus, zusammen mit dem lieben Dave. Und der übrigens auch bald ein Solo-Projekt startet, aber da verrate ich noch nicht zu viel. Dauert auch noch ein kleines Weilchen, aber seid da auf jeden Fall gespannt. Ja, schaut auch gern auf unserem neuen Discord-Community-Server vorbei. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auch gern ein Abo da, das würde uns sehr unterstützen. Schreibt einen Kommentar, was euch gefallen hat. Oder was wir besser machen können. Oder was ich in dem Fall besser machen kann. Was ihr noch sehen wollt hier auf dem Kanal zu Jurassic World Evolution 2. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Bleibt frisch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben?